Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mal kein Zeitgefühl, mal wieder. 6:30 haben wir, ja. Kann man einen guten Abend schicken. Schön einen guten Abend wünschen. 21:22. Meine Liebe, ihr Lieben, ich würde mal gerne ein Thema aufgreifen, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So das Thema, wie du wirklich dein Ding findest. Und zwar Auslöser, ich habe heute Morgen ja einen kleinen Post gemacht, was sind deine kühnsten Träume? Und da hat ja eine von euch halt so die Idee, mit einer Freundin zusammen was zu machen, so ein Künstlercafé zu betreiben, Kunstworkshops zu geben, aber es fehlt an der Location und es fehlt an Geld. Das liebe Thema Geld. Im Übrigen, nebenbei bemerkt, wenn du an deinem Geldthema etwas ändern möchtest, dann komm unbedingt zum Moneyfreude-Seminar. Denn da werden wir in 2,5 Tagen uns ganz, ganz intensiv mit dem Thema Geld beschäftigen. Das Geldthema vom Kopf auf die Füße stellen, dass du da, wir starten freitagsabends um 18 Uhr. Das geht bis sonntags um 17 Uhr. Also du wirst sonntags aus diesem Seminar rausgehen. Du wirst ein ganz anderes Verhältnis zu Geld haben und dir eben dann damit auch erlauben, Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen. Aber das jetzt nur mal nebenbei bemerken. Aber wie gesagt, wenn du ein Geldthema hast, Moneyfreude-Seminar ist ein Muss, musst du auf jeden Fall kommen. Selbst wenn es da am Geld mangelt, ich poste euch nachher nochmal den Link hier rein. Du kannst das Moneyfreude-Seminar auch weiterempfehlen. Und pro Empfehlung bekommst du automatisiert über unseren Bezahlanbieter Digistore 500 € gutgeschrieben. Das heißt, du kannst dein eigenes Seminar kostenfrei haben und je nachdem, wie viele Empfehlungen du weitergibst, kannst du sogar noch Geld verdienen. Gut, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem anderen Thema, wie du wirklich dein Ding findest, anhand von dem Beispiel hier. Und da danke ich dir auch für deinen Beitrag hier, Christa. Ich kenne diese Dinge ja nur zu gut, auch von mir aus meinem früheren Leben, dass ich mir überlegt habe, was macht mir Freude, wie kann ich jetzt noch Geld verdienen, vielleicht auch zusätzlich noch Geld verdienen, habe mich auch schon so nach Räumlichkeiten umgeschaut, noch bevor ich eigene Praxisräume da hatte. Wir hatten auch schon mal, als wir so ein bisschen in die Rohkost- oder vegane Szene gekommen sind, Ernährung vielmehr, auch schon mal so ansatzweise die Idee, ja auch mal ein Restaurant aufzumachen in der Richtung oder ein Lokal oder was auch immer, als Vegans in Berlin damals eröffnet hatte, 2011, war auch schon mal so der Gedanke da, ja, im Saarland eine Vegans-Filiale aufzumachen, weil zeitgleich in etwa auch der Biomarkt hier in Saarbrücken dann geschlossen hatte und die Räumlichkeiten hätten das vom Konzept her, was Vegans damals war, heute ist Vegans ja eine ganz andere Richtung auch gegangen, aber so wie wir das Vegans in Berlin noch kennengelernt haben, vom Konzept her hätten die Räumlichkeiten gepasst und, und. So, also so gesehen kenne ich diese Überlegungen, dass man denkt, okay, was macht einem Freude, was liegt einem am Herzen und dann macht man einfach mal, ja. Ich habe damals schon so intuitiv in mich hineingefühlt, wie es ist, von morgens bis abends irgendwo in einer Lokalität zu stehen, Waren einzukaufen, zu verkaufen, mit Personal zu arbeiten, also mit festangestellten Mitarbeitern oder auch Halbtagskräften. Die Miete jeden Monat reinzuholen, jeden Monat auf ein neues zu arbeiten, zu schauen, wie ich dann Umsatz mache oder wie wir, wenn wir es zu zweit oder zu dritt auf die Beine gestellt hätten. Das waren alles auch Überlegungen und das hat sich für mich dann letzten Endes nicht so rund angefühlt und deshalb bin ich diesen Weg nicht gegangen. Aber ich verstehe und deshalb habe ich dir das jetzt gesagt oder euch, vielleicht bist du ja auch hier gerade so in dieser Überlegung drin, was könnte ich denn machen? So rein so von Kopf und Herz schon, was gefällt dir, was könntest du dir vorstellen?
Und was würde dir liegen? Vielleicht bist du ja gerade so in der Richtung unterwegs, ja? Und das sind oft so Dinge, die nicht so gut funktionieren. Und zwar, lass uns das Pferd mal ein bisschen anders aufsatteln. Nämlich, das sind genauso die Schritte, die ich auch mit meinen wunderbaren Akademikerinnen in meinem Programm mache, die wir da gemeinsam durchgehen, damit das wirklich auch alles funktioniert. Und zwar, der erste Schritt ist mal, dass du dich fragst, was will ich selbst denn wirklich in meinem Leben? Das heißt mit anderen Worten, wie genau soll denn mein, sprich dein idealer Tag ausschauen? Wie viele Stunden würdest du gerne tagsüber arbeiten? Dann brauchst du 8 Stunden Schlaf, gehen wir mal von 8 Stunden aus. Keine Ahnung, 4 bis 6 Stunden ist vielleicht das, was da so idealerweise bei dir kommt. Dann hast du Freizeit. Was würdest du in deiner Freizeit gerne machen? Also von deinem Lifestyle-Bereich her, würdest du gerne dich noch zusätzlich weiterbilden? Würdest du gerne nochmal Hobbys, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, wieder einen Raum geben? Oder überhaupt hast du eine Idee, ein Hobby zu betreiben, was du gerne machen würdest? Wie soll dein Familienleben ausschauen? Wie soll deine Partnerschaft ausschauen? Wie soll dein Verhältnis, wenn du Kinder hast? Wie soll da dein Familienleben ausschauen? Welche Dinge im Hinblick auf Ernährung wären in deinem idealen Leben anders? Vielleicht zu 100% nur im Bioladen einzukaufen oder im Hinblick auf Kleidung, Wohlfühleffekte, Sauna, Kosmetik, keine Ahnung, was da so alles eben man machen kann. Und das ist so der erste Schritt, über den du dir klar werden solltest. Also, wie viele Stunden du gerne tagsüber arbeiten würdest, wie genau dein Lifestyle mit deiner gesamten Familie, Partnerschaft, Weiterbildung, Hobby und. Wie würdest du wohnen? Wo würdest du wohnen? Würdest du gerne reisen? Würdest du gerne vielleicht eigentlich ortsunabhängig sein? Das ist ja etwas, was in mir immer gebrannt hat. Also ich will mich grundsätzlich dort aufhalten können, wo es mir gerade gefällt. Ja, und nicht irgendwie sagen, okay, ich kann nur 3 Wochen im Jahr irgendwo Urlaub machen in warmen Gefilden, sondern ich will grundsätzlich, das ist mein Ding, dort sein, wo es mir gerade gefällt. So, also schau da im ersten Schritt mal hin, wie genau in der Richtung dein ideales Leben überhaupt ausschaut. Sei da ganz offen und ehrlich zu dir und erlaube dir da bitte auch mal wieder deine kühnsten Träume in der Richtung auszupacken, weil wenn man so tief da reingeht, dann ist natürlich ganz schnell der Kopf, der Denker auch dabei und sagt, das geht doch nicht oder wie soll das funktionieren und. Nee, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, bleib mal in der Realität, ja? Also solche Dinge. Sei da mal bitte ganz offen und ehrlich, wie genau dein ideales Leben wirklich ganz nach deinem Herzen, nach deinen kühnsten Träumen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, wie würde dein idealer Tag, dein ideales Leben ausschauen? Dann hast du schon mal eine Basis geschaffen, auf der du dann aufbauen kannst. Und dann kannst du im zweiten Schritt schauen, wenn du solche Ideen hast, dich selbstständig zu machen, zum Beispiel mit mehreren Leuten, mit der Freundin oder auch alleine eine Lokalität irgendwo aufzumachen, etwas zu verkaufen oder egal jetzt, was das auch immer ist. Vielleicht hast du gerade eine Ausbildung fertig als, keine Ahnung, Yogalehrerin, Meditationstherapeutin oder Reiki-Meisterin oder hast gerade eine besondere Massagetechnik erlernt, irgendwo Massageräume anzumieten. Ich hatte damals auch mal so die Idee, mit einer Ärztin zusammenzuarbeiten. Die hatte mir da Nebenräume in ihrer Praxis auch angeboten, dass wir da miteinander arbeiten, weil das Thema Gesundheit und Ernährung und auf welche Art und Weise unsere Seele, unserem Körper eben auch Botschaften schickt, sprich Disharmonien und Krankheitssymptome. Es war auch mal so irgendwo in der Schwebe gestanden. Genau, also wenn du da mal einfach Klarheit hast, wie ich dir das erklärt habe, wie genau dein Leben denn nach deinen Herzen ausschaut. Und dann schau mal die Ideen, die du jetzt gerade hast, inwieweit die damit wirklich konform gehen.
Ganz, ganz wichtig auch noch bei dem ersten Punkt, den ich dir gerade genannt habe. Bitte verschaff dir da ganz genau Klarheit, wie dein Leben optimalerweise ausschaut. Und wenn du beispielsweise wie ich, wie wir, vierköpfige Familie, auch wenn die Kinder ja jetzt schon erwachsen sind, mein Wunsch war es immer, habe ich ja eben erwähnt, mich dort auf der Welt aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt. Hallo liebe Ruth. Das heißt, das schaut bei uns so aus, dass ich sage, dann und dann geht es dort und dorthin, wer kommt mit? Klar, mein Mann ist eh dabei, manchmal ist jemand von den Kindern dabei, manchmal sind wir zu dritt unterwegs, manchmal sind wir zu viert unterwegs, manchmal auch nur zu zweit. Jetzt in Valencia waren wir ja nur zu zweit, in Griechenland war unsere Tochter mit dabei. Im November, wenn es dann darum geht, dass wir Wohnung alles abklären auf Zypern, da werden wir zu viert unterwegs sein, weil die Kinder ja dann natürlich auch helfen, Wohnung einrichten und so weiter. Und dann sind wir im Dezember nochmal 2 Wochen in der Karibik unterwegs, da sind die Kinder auch dabei. Also, dass du mal da so ein bisschen eine Ahnung bekommst, wie denn dein ideales Leben da ausschaut. Und wenn du von so einem Lifestyle ausgehst, dann bitte sei mal offen und ehrlich zu dir, dann kannst du nämlich auch so ein bisschen kalkulieren, was du an monatlichen Einkommen dann einfach auch generieren kannst und darfst, was du dir erlauben möchtest, in dein Leben fließen zu lassen. Und jetzt mal als Beispiel, wenn du auch gerne reisen möchtest, wenn ihr auch eine vierköpfige Familie seid und du raus willst aus dem Hamsterrad und dein eigenes Ding zu machen, hallo lieber Martin, und dir so dann deinen Lifestyle nach deinen kühnsten Träumen, so wie ich das eben beschrieben habe, erlauben möchtest, dann kannst du durchaus von einem Betrag ausgehen von etwa 10.000 Euro, damit das möglich ist. Wenn du alleinstehend bist und sagst, du willst reisen und willst frei arbeiten, dein Ding machen, 5 bis 6 Stunden am Tag, vielleicht auch ortsunabhängig, dann kannst du auch von 5.000, 6.000 Euro ausgehen. Dann funktioniert das auch alles schon mal ganz gut. Nur damit du da mal einen Anhaltspunkt hast. Also bitte, ganz, ganz wichtig, dass du da eben auch der Klarheit verschaffst, wie viel Geldenergie würdest du gerne Monat für Monat in dein Leben ziehen. Und dann holst du die Idee, die du dann gerade hast, jetzt kommen wir nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, irgendwo ein Geschäft aufzumachen, mit einer Freundin, mit einem Freund oder zu zweit, zu dritt etwas zu machen. Und dann schau mal genau hin, ist das wirklich konform mit dem, was du zuvor als ersten Punkt zu Papier gebracht hast? Ist das wirklich vereinbar? Ist das wirklich dein Herzensding? Und ist es wirklich möglich, mit dieser Geschäftsidee dann zum Beispiel 5, 8, 10.000 oder mehrfach fünfstellig im Monat zu verdienen, wenn du ganz große Träume hast. Keine Ahnung, die Villa am Meer mit einer Yacht, da reichen natürlich 10.000 Euro auch nicht. Ja? Und dann kannst du eben nämlich entsprechend korrigieren und dann auch genau herausfinden, was dein Ding ist. Und dich dann auf diesen Weg zu machen, weil damit ersparst du dir einfach, wie sagt man so schön, Pleiten, Pech und Pannen. Dann gehst du nicht irgendwelchen Ideen nach, die du mal irgendwie aus dem Kopf heraus kreiert hast, sondern dann gehst du Ideen nach, die wirklich deinem Herzen entsprechen. Und da gibt es Möglichkeiten, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, im jetzigen Zeitalter des Internets. Das Einzige, was ich im Grunde genommen brauche, ist mein PC und mein Handy. Und alles andere, meine wunderbaren Akademikerinnen und Akademiker, habe ich immer dabei. Mehr brauche ich im Prinzip nicht. So, aber das heißt ja, wenn du jetzt denkst, ja, so offline, online mag ich nicht, ich würde ja schon gern direkt mit Menschen auch noch Kontakt haben. Das eine schließt das andere ja nicht aus, weil ich arbeite ja auch zusätzlich offline, wie beispielsweise 2 Seminare, die aktuell stattfinden. Ja, einmal das Moneyfreude-Seminar im Oktober hier in Deutschland und dann das 2-wöchige Seelenfreude-Retreat auf Bali im nächsten Jahr. Und auch vorher
habe ich ja auch immer schon nichts aus beidem gemacht, habe Seminare in der Praxis gemacht und war trotzdem offline unterwegs, also online unterwegs. Also das eine schließt das andere nicht aus, nur auf die Art und Weise, liebe Birgit, liebe Margit, schön, dass ihr dabei seid. Auf diese Art und Weise findest du wirklich heraus, was dein Ding ist und vermeidest, dass du jetzt etwas nachhechtest, etwas nachträumst, wo du letzten Endes feststellst, weil es in die Hose geht, weil es letzten Endes doch nicht dein Ding war. Und jetzt mal angenommen, du findest wirklich heraus, dein ideales Leben schaut so und so aus und da passt dieses Künstlercafé dazu, da passt auch dazu, Kunstworkshops anzubieten und. Dann wirst du da auch Möglichkeiten finden. Zum Beispiel, es gibt Plattformen, über die man dann sowas finanzieren und realisieren kann. Es wird dann auch die Location sich dir oder euch offenbaren. Aber solange du so aus dem Kopf diesen Träumen nachhechtest und nicht hier wirklich mal im ersten Schritt hinguckst, wie genau schaut denn dein ideales Leben aus und dann mal schaust, geht das konform damit, um dann im dritten Schritt durchzustarten, funktioniert das nicht ganz so gut. Macht das Sinn für dich? Also nochmal abschließend zusammenfassen. Wenn du jetzt Ideen hast, dich irgendwie selbstständig zu machen, sei es alleine, Geschäftsräume irgendwo zu mieten oder ein Lokal aufzumachen, Kaffee zu betreiben, keine Ahnung, oder mit Bekannten was zusammen zu machen, dann bitte geh mal noch einen Schritt zurück und schau erstmal, wie genau dein ideales Leben ausschaut, so wie ich das hier eingangs beschrieben habe, und schau dann, ob das dann konform damit geht, mit deinen Ideen jetzt, ob das dann wirklich so zusammenpasst. Weil wenn du freiheitsliebend bist, was ich mir ja nie vorstellen konnte, nicht wirklich vorstellen konnte, wenn ich irgendwo Geschäftsräume habe, keine Ahnung, 8 oder 12 Stunden da in den Geschäftsräumen zu stehen, immer da sein zu müssen. Einen Tag in der Woche vielleicht einen Ruhetag zu haben, aber an dem Tag gehe ich dann so auf dem Zahnfleisch und es ist noch so vieles rundum zu erledigen, dass ich überhaupt keine Zeit für mich habe. Das sind Dinge, die sind sich für mich nicht, wie sagt man so schön, ausgegangen, miteinander vereinbar waren die einfach nicht. Ja? So, also verschaff dir im ersten Schritt bitte Klarheit, wie genau dein ideales Leben ausschaut. Wie viele Stunden du gerne arbeitest, wie dein Lifestyle ausschaut, was sich da eben alles verändert, ob du vielleicht auch lieber willst, ortsunabhängig sein. Das heißt ja nicht, dass du komplett Deutschland verlassen musst, sondern dass du einfach sagst, okay, ist mir gerade zu kalt hier, buch jetzt mal und flieg mal in den Süden. Oder wenn du noch Kinder hast, die im schulpflichtigen Alter sind, dass du zumindest in den Wie viel Ferienzeit haben wir insgesamt? 3 Monate im Jahr, dass du in den 3 Monaten mit deinen Kindern unterwegs sein kannst. So wie es dir, wie es euch gefällt. Und zwar dorthin, wo es euch eben gerade gefällt. Also finde da dein eigenes Ding und alles andere. Bau da drauf auf. Dann steht das auf einem stabilen Fundament. Dann funktioniert das eben auch. Natürlich brauchst du auch dann die Anleitung dazu. Klar. Aber die Anleitung, die kann ich dir ja dazu geben. Damit du da nicht auch noch Schleifen drehst. Also, so findest du am besten dein eigenes Ding, ohne weitere Schleifen zu drehen. Wenn du mit mir gemeinsam jetzt mal da drauf schauen möchtest, was so dein Ding ist, was dein Ding sein könnte, dann lass uns gerne mal da näher hinschauen unter 4 Augen in einer Durchbruchssession. Da nehme ich mir gerne auch so, ja, 45 Minuten etwa Zeit, 45 bis 50 Minuten. Und dann wirst du staunen, was wir da in dieser kurzen Zeit wirklich zutage fördern. Und du wirst anschließend auch absolute Klarheit haben, was so dein Ding ist. Und dann können wir immer noch schauen, ob wir da zusammen den weiteren Weg gehen. Also, das wäre so mein Angebot für dich. Okay, liebe Susanne, Susanna, schön, dass du da bist.
Das ist die beste und kürzeste Variante, dein eigenes Ding zu finden, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren und dir dein Traumleben zu erschaffen. Mit diesem ersten Schritt fangt's an. Okay? Ganz liebe Umarmung. Und ja, ich poste dir den Link zum Terminkalender jetzt mal gleich rein. Schau mal, wie da noch ein Termin frei ist für dich. Und lass uns dann gerne unter vier Augen auch persönlich miteinander sprechen und da mal genau hinschauen, wie denn dein Traumleben optimalerweise ausschaut. Und wenn du schon Ideen hast, schauen wir auch dahin, wie das miteinander vereinbar ist. Okay? Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao.